lass jetzt mal das Thema wechseln. Moment, warum kam eigentlich gerade beim Suchbegriff Zelda dieses Psycho-Schwammerl-Spiel? Und das ist auch interessant. Somewhere to someone, work in progress. Information, oh Gott. First level, somewhere. A game I have been working on inspired by Breath of the Wild. Okay. Greifen. Springen. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Hier sind eh so Tutorial-Dinger in der Luft. Schauen wir mal, wo uns das hinführt. Sprinten auf Kreis. Das verbraucht Ausdauer, aber man kriegt Ausdauer, wenn man über die grünen Wubbel rast. Ich verstehe. Die Animation von unserer Hauptfigur sind auch witzig. Die Physik ist auch witzig, weil er wirklich so viel Momentum hat. So, und jetzt wie in Breath of the Wild, ich verstehe schon. Spring. X while climbing to jump along. Surface. To let go. Okay. Der hält sich also automatisch fest. X kann man springen. Wie in Breath of the Wild so ungefähr. Hey, aber du sollst da schon hochklettern. Oder ist die Ausdauer ausgegangen? Ah. Kann schon sein. Hey, Cluedo, hallo. Willkommen, Cluedo Gang. Land Squid on Ice. Ja, es sieht wirklich aus wie Eis, aber es ist gar nicht rutschig, glaube ich, oder? Bin mir gar nicht sicher. Wer weiß. Ni no Kuni 2 ist gerade für 10 Euro im PlayStation Store. Ni no Kuni 2 haben wir doch im letzten 24-Stunden-Stream kurz angespielt, aber da war ich schon so müde, ich habe überhaupt nichts mehr mitgekriegt. Irgendwie ist mal der Präsident der Vereinigten Staaten und schießt mit seiner Pistole auf Ratten. Das weiß ich noch. Mehr aber nicht. Hey, Pixels, Skyrim, hallo. Und Luke, hallöchen. Wie geht's? Erklimme die Moorrüben. Haben wir geschafft. Ich glaube, jetzt müssen wir da hinten hin. Und Attack. Das ist unsere Attack. Interessant. Ich meine, wir haben so Ellbogenspitzen. Stechen wir mit denen zu oder sowas? Ich weiß es nicht. Hey, Pixel Skyrim, danke fürs Followen. Yay! Und willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Okay, Magnetizer. Dich mache ich fertig. Moment, der ist eher ein Item, oder? You found the Magnetizer. Press to select L1. Aha. Ja, ich sehe schon die Breath of the Wild Einflüsse deutlich. Oh. Vor allem, dass man durch den Boden fällt und stirbt. Aber abgesehen davon sehe ich die Breath of the Wild Einflüsse schon sehr deutlich. I see what he did there. Ich meine, es ist cool, dass das geht auch. Dass man auch so Physikspielereien in dem Editor hier nachbauen kann. To push. Soll ich hier Würfelstapel bauen? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Machen wir es anders. Fangen wir mal mit dem da an. Moment, komme ich da überhaupt hoch? Ach ja, ich kann ja klettern. Moment, kann ich nicht einfach hier klettern? Nein, das geht nicht. Ah ja. Der hat dann alles gedacht. Unglaublich. Nächste Woche Skyward Sword Finale bei Cluedo. Wie viel, was glaub, kannst du das einschätzen ungefähr, The Cluedo? Wie viel The Legend of Zelda, alle Spiele kombiniert, du in deinem Leben gespielt hast? So ungefähr. Bestimmt Tausende, oder? Also bestimmt. Ich glaube, die anderen brauche ich gar nicht mehr, oder? Da klettern wir jetzt einfach hoch. Aber bin ich nicht irgendwie an einer ganz anderen Stelle gestorben? Map and Score. Press something. Okay, Map. Was you can now? Ich habe es nicht gelesen. Ah, hier kann man Marker platzieren. Ich verstehe. Aha. Aber wie soll ich da jetzt hochkommen? Auf der Ebene kann man doch nicht klettern, oder? Nein, man kann nur wieder in die Schlucht fallen. Auch nicht schlecht.
Genau, an Stunden meine ich jetzt. An Stunden. Habe es jetzt angespielt, finde es sogar besser als den ersten Teil. Seit ein paar Tagen ist auch noch der Anime auf Netflix. Und was reden wir jetzt? Habe ich was nicht mitgekriegt? Achso, Ni no Kuni. Ah, ja, genau. Ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Ledge. Teleport to Ledge. Ach so, ich verstehe. Okay. Breath of the Wild habe ich allein über 1000 Stunden. Genau deswegen frage ich ja. Weil ich ja ausspionieren kann, dass du so unglaublich viel Breath of the Wild Stunden hast. Schon bei dem einen Profil im Grunde. Im Endeffekt ist das auch nur so ein Konzept hier. Der zeigt nur, was er sich alles ausgedacht hat im Grunde. Das ist jetzt wahrscheinlich... Hier wird es dann kalt. Cold Warning. Items mit Dreieck aufsammeln. Pilze und Äpfel. Uah. Nee. Ah doch. Ah, ich verstehe. Ja, ja. Nur, dass sich die Baumstämme auflösen. Hm, okay. Warum nicht? Der Stasi-Seppo. Ich weiß alles über euer Spielverhalten. Aber ihr könnt ja bei mir genauso spionieren. So ist die Welt nun mal. Okay. Magst du die Portal-Serie? Ich liebe sie und muss immer lachen. Ich finde die auch super. Ich finde GLaDOS so gut. Ich finde das so gut. Ihre Synchro einfach. Dieser Humor. Und das Game Design ist natürlich auch gut. Ich finde Portal auch super. So, jetzt passt auf. Ach so, Moment mal. Ich regeneriere Ausdauer, wenn ich einfach so hier an der Klippe hängen bleibe. Nee, wenn ich die Pilze aufsammle beim Klettern. Genau, so funktioniert das. Okay, ich verstehe. Wenn ich schätzen müsste, wären das vermutlich 20.000 Stunden. Crazy. Das ist cool. Also ich meine, ja, für eine Spielreihe ist das so viel, finde ich. Also von meiner Spielwarte aus betrachtet, weil ich halt so viel unterschiedliche Sachen spiele. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Wenn ich irgendwie, oh nein, bei manchen Spielen 200 Stunden habe, bin ich schon so, what, 200 Stunden? Voll krass. Danke übrigens fürs Follow, Name, den ich unmöglich aussprechen kann. Und willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich gehe jetzt einfach hier weiter. Ignorieren wir einfach die Riesenkarotte hier. Ist ja wurscht. Warte mal, ich krieg gerade eine Nachricht am Handyphone. Ah, okay. Als Link zum Fasching in der 4. Klasse war das einzige Mal Cosplay. Stimmt, ich habe auch mit einem Mitbewohner zusammen gewohnt, der sehr groß und lang gewachsen und dünn war. Und der hat sich dann als Luigi verkleidet und ich als Mario. Das war ziemlich super. Und ein anderer Freund war noch dabei als Toad. Das war echt cool. Das war, glaube ich, bevor es den Namen Cosplay überhaupt gab. Ich verstehe das nicht. Pick up with Dreieck? Put back down with Dreieck. Ach so, throw. Throw with R1. Okay. Ja, ich sehe schon. Ich verstehe schon. Somewhere to someone.
Oh, das ist aber auch cool gemacht. Ja, ein Schloss. Sehr viel Ocarina of Time Content, wenn es um Zelda geht. Aber, ja. Nachvollziehbar. Für mich. Auf jeden Fall. Ein Remake. So ein schönes Remake von Ocarina of Time auf der Switch. Das wäre schon der Hammer. Das wäre toll. Ich hätte sogar ein Schild gehabt. Ah, ich glaube, ich hatte eh schon mal... Ach, ich, oder? Ich hatte eh schon mal die Mütze. Die Mario-Mütze, die ich da aus Pappmasche gebastelt habe. Ich kann sie jetzt gerade nicht nehmen, weil die den Greenscreen hinter mir festhält oben. Okay, mach deine Updates. Fichtenholz. So. Oh, jetzt habe ich es ganz übersehen. Okay, ich finde diesen Stil irgendwie nett. Ich mag den Stil irgendwie. Die Bewegung ist manchmal so komisch. Ich glaube, das ist so von der... Die Dreams. Also ich glaube, wenn man an der Dreams Engine nicht viel verändert, beziehungsweise wenn man nicht viel an seiner Figur schraubt, dann bewegen sie die sich standardmäßig so. Als wären sie irgendwie ein bisschen betrunken oder so. Man kann springen. Kann aber nicht mit meinem Schwert zuhauen. Hey, das sieht ja fast aus... Oh, Zielscheiben. Das sieht fast aus wie Links Baumhaus in Ocarina of Time. What? Okay. An der Leiterphysik könnte man noch arbeiten. Aber gut. Oh. Ich kann irgendwie echt nichts machen, leider. Geh mal da lang. Schauen wir mal. Er läuft wie eine Spore-Kreatur. Da hast du recht. Das stimmt. Das sieht sehr ähnlich aus. Oh, hier ist leider... Oh, jetzt stecke ich auch noch fest und komme gar nicht mehr weiter. Na gut. Ich glaube, da gibt es noch nicht viel zu sehen hier. Die Zitadelle der Zeit. Sehr schön nachgebaut. Sehr originalgetreu. Ah, keine heiligen Steine. Aber die Tür geht trotzdem auf. Oh, und dann glitscht's komisch. Cool. Nur ohne die Weisen leider. Ich glaube, hier kommt man nicht mehr raus. Da gibt es nur einen Ausweg. Liederpuppen-Link. Geronimo! Ah, es hat funktioniert. Aber der Tempel ist sehr gut. Und sollte die Musik tatsächlich nachkomponiert und nicht einfach mit dem Mikrofon aufgenommen sein? Weil die klingt schon sehr original, oder? Ich glaube, die ist mit dem Mikrofon abgefilmt, abgenommen, abaufgenommen. Ach, jetzt kann ich hier komischerweise noch reinlaufen. Das hat mich nämlich schon gewundert. Hier ist eine Fee, extra Leben. It's that legendary blade to pull press X. Das funktioniert jetzt nicht mehr, aber ich glaube, man sollte eigentlich erst jetzt ins Reich der Weisen kommen. Na gut. The Sausage Dog Saga. Das habe ich schon mal gespielt. Ich weiß nicht, was das mit Zelda zu tun hat. Das ist ein Crash Bandicoot-Klon oder sowas, würde ich sagen. Keine Ahnung. Das blaue Outfit von... Wo? Ich muss mal kurz im Chat schauen, wo ich aufgehört habe zu lesen. Ah ja, genau.
Die beiden Hotdogs finde ich super. Was ist mit denen los? Geht's denen gut? Brauchen die Hilfe? Ja, gut. Das blaue Outfit von Breath of the Wild finde ich nicht so geil. Link muss für mich das klassische Helden-Outfit tragen. Ja, ich war auch nicht begeistert, dass die das verändert haben, aber im Endeffekt fand ich okay dann eigentlich. Und dass man am Schluss als Belohnung quasi die neue Heldentunika kriegt, war dann irgendwie auch cool. Und im Endeffekt wurde das Gewand ja schon ein bisschen in Wind Waker eingeführt. Der Standard Wind Waker Link sieht ja schon ziemlich ähnlich aus, finde ich, wie der Heldentunika Link. Genau, wie die Zitadelle der Zeit. Auf dem Landscape World Rider Minecraft Server. Ist er eigentlich Zakorax Minecraft Server? Das Mikrofon klingt es zu sauber. Ich hab's mir auch gedacht, aber das nachgebaut, die Musik vorher, das wäre schon ziemlich irre. Finde ich. Finde ich. Aber, ja. Die Hotdogs tanzen richtig ab. Der Riesen-Hotdog daneben, der hat schon aufgegeben wahrscheinlich. Der ist schon fertig. Schau mal auf den Discord-Server. Und da gibt's, glaube ich... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du da auf Zakorax Discord-Server musst. Ich glaube schon, aber geh mal auf meinen Discord-Server. Den Link findest du auf jedem Video auf YouTube. Unter jedem Video auf YouTube. Und frag mal nach Zakorax. Schreib mal @Zakorax und frag mal nach. Ich weiß gar nicht, ob der aktuell noch online ist jetzt, der Minecraft-Server. Das weiß ich nicht. Das ist auch schon wieder lang her jetzt. Der ist aktuell offline. Okay, danke, Katka. Genau. Okay, auf jeden Fall habe ich das schon mal kurz gespielt. Das werden wir auch nicht lange anspielen. Im Endeffekt sind wir dieser lange Hund und wir können rotieren. Und so kämpft man sich hier durch die Welt. Das ist wirklich sehr Crash Bandicoot, nur dass man unendlich rotieren kann. Es gibt kein Rotationslimit, was das Ganze total crazy macht. Und man sammelt irgendwie Donuts, hüpft über Hotdogs, kämpft gegen Hotdogs und total crazy Pizza mit Messern. Ich hätte jetzt auch gerne Pizza. Oh, ich hätte vielleicht noch eine Pizza bestellen sollen vor dem Stream. Das wäre so cool. Naja. Ich habe noch so blöde Tiefkühlpizzen im Kühlschrank, im Gefrierschrank, aber das ist nicht das Gleiche. Naja, ein crazy Spiel. Ich fand's gut. Leider musste der Minecraft-Server eingefroren werden. Zakorax hat dafür einen Avorion-Server gestartet, auf den ich schon so lange schauen wollte. Oh, guck mal, das ist bis jetzt mein Lieblingslink vom Aussehen her. Sehr retro, sehr klassisch, aber gut eingefangen. Von denen, die wir bis jetzt gesehen haben, ist das optisch, finde ich, der beste. Finde ich gut. Ich weiß nicht warum, aber ich muss irgendwo an Rick and Morty denken. Ja, das kann ich verstehen. Mach einen Stream, wie eine Pizza aufsetzt. Was? Eine Thunfischpizza. Eine Thunfisch wäre eh nichts für mich. Der Klassik-Link, genau. Okay. Das ist eine ziemlich kleine Kreation und nicht bemerkenswert, aber ich hoffe, es gefällt dir. Is there something you want to know? Ist das hier eine Demo? Nein, nur Fanart. Okay, um Link's Awakening für Nintendo Switch zu zelebrieren. Okay, dann tschüss. Dir auch einen wunderschönen Tag, Ersteller. Oh, und da oben ist das Windfischei. Auch sehr schön. Ich glaube, mehr ist hier tatsächlich nicht. Aber das ist insgesamt, finde ich, wirklich der beste Link. Oh, man kann sogar irgendwie einen Retro-TV-Modus einschalten.
Tatsächlich, absichtlich, ein Pixelfilter. Nicht schlecht. Kann mir Leben abziehen, bis ich sterbe. Das Sterben ist ein bisschen. Aber gut, Game Over. Das finde ich schön. Das kriegt ein Like. Weiter. Ach, jetzt reden alle von Pizza. Ich glaube, ich mache mir jetzt gleich eine Pizza. Okay, ich bin ein Samurai. Und hinten dachte ich gerade, ich bin ein Shrimp oder sowas. Oh ja, die Bewegung hier in dem Spiel ist schon mal sehr gut. Aha, ich verstehe. Das ist quasi, Dingsy nachempfunden, so ein bisschen. Wie heißt's denn? Wie heißt es denn wirklich von FromSoft, der neue Titel? Der mir zwar nicht mehr so gut gefällt wie die Dark Souls-Spiele, aber immer noch sehr cool ist. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Hallo, Kater. Hallo, großer Kater. Du störst überhaupt nicht. Ist schon gut. Leg dich nur hier irgendwie vor den Bildschirm und auf meinen Controller. Ist voll super. Nee, Kater, das war ein Scherz. Komm her. Gernen ist da. Es terrorisiert wieder alle. Und mich hauptsächlich. Ich habe denn jetzt extra 3 Katzenschlafplätze hinter mir hingestellt. Damit es keinen Streit gibt. Aber vorne vorm Bildschirm ist natürlich der beste Platz. Katzenstream! Sekiro, genau, danke Metatron. Sekiro. Pizza-Katzen-Stream kombiniert. Okay, im Endeffekt grappelt man sich nur so durch die Gegend hier. Wie soll ich denn da zum Exit kommen? Geht doch gar nicht. Ah, ich kann sogar unten auf den Wolken laufen. Damit hat das Spiel wohl nicht gerechnet. Na gut. Ich glaube, ich muss jetzt dann mal Zelda-Suchbegriff aufgeben, weil... Das hatten wir das nicht schon? Zumindest was sehr Ähnliches. Drehen wir uns im Kreis? Sind wir jetzt durch? Oder wie? Katze auf Pizza, das sind so die typischen Partybilder, wo so eine Katze dann morgens auf der Pizza von gestern liegt und schläft. Oh, den Link kennen wir doch. Aber ganz genau. Die gleiche Steuerung und alles, die gleichen Animationen. Ah, sag bloß, da hat einer die Hyrule-Ebene nachgebaut. Ja. Mit der Originalmusik. Nonlon Ranch is open. Hyrule Town and Kakariko Village are under construction. Okay, cool. Schauen wir uns an. Da steht sogar Epona. Hallo, Epona. Oh Gott, ey. Wow. Habt ihr schon mal mit einem Pferd um die Kurve driften? Das habe ich auch noch nicht geschafft bis jetzt. Oh, warte. Ich bin noch nicht mal im Turbo-Modus. Turbo. Oh Gott. Als hätte Philips ein neues CDI-Spiel gemacht. Na gut. Genug von Epona und Link. Schauen wir uns die Ebene an. Ich glaube, darum soll es eigentlich gehen. Die ist, glaube ich, relativ schön nachgebaut, oder? Die Wiese ist mir fast ein bisschen zu hoch. Da sieht man gar nichts. Aber hier geht es ins Reich der Zoras rüber. Da ist die Brücke nach Kakariko. Irgendwo. Normalerweise. Genau hier. Und der Hochweg nach Kakariko. Da hinten geht's zum Schloss. Oh, warte mal. Ich kann sogar kicken. Epona konnte nie kicken. Das ist so gut. Und... ja, okay. Cool. Das ist also das neue Breath of the Wild 2. Interessant. Rückwärtsgang und um die Kurve driften.
So, die Long Long Ranch ist offen, hat vorher der Tooltip mir gesagt. Dann reiten wir da mal hin und schauen uns das mal an. Die Ebene ist aber schon gut nachempfunden, auf jeden Fall. Ist schön gemacht. Auch wenn ich finde, die Wiese ist ein bisschen zu krass. Sieht man eigentlich irgendwie gar nichts mehr von lauter Wiese. Aber sonst ist das schön. Ich finde es auch schön, wie hinten das Röckchen von Link so im Wind weht. Und wenn man schnell reitet, wird es super lang. Ach ja, Physik. Spielereien sind toll. Samurai Pizza Cat Intro-Musik starten, schreibt Katka. Samurai Pizza Cats war cool. Hey, da habe ich jetzt mal einen witzigen Funfact drüber gehört. Nämlich... Oh, Link, irgendwas ist passiert. Oh nein, guckt euch seinen Kopf an. Oh oh, die Rolle hat ihn gerade getötet. Ich glaube, ich habe Link umgebracht. Naja, er geht noch. Aber er wankt auch so komisch. Oh, jetzt ist er wieder ganz. Nämlich, dass die Übersetzer, zumindest die englischsprachigen Übersetzer, kein Skript hatten, niemanden, der Japanisch kann und keine Ahnung, worum es eigentlich geht in den einzelnen Folgen. Und die haben das dann im Grunde komplett neu zusammengeschnitten teilweise und einfach so synchronisiert, wie sie gerade lustig waren. Das ist natürlich eine sehr coole, interessante Herangehensweise. Und ich schätze mal, in Deutschland hatten wir wahrscheinlich dann die englische Version übersetzt, so wie es häufig ist. Würde erklären, warum die Serie teilweise so abgedreht war. Und im Intro-Song heißt es sogar irgendwie, das Skript ist verloren gegangen, aber wir kriegen das schon hin oder sowas in der Art. Und das ist nie, kein Scherz von den Textern, sondern die Wahrheit gewesen. Nett, oder? Kann das sein, dass ich ohne Epona schneller bin, wenn ich einfach mit Turbo-Modus durch die Wiese rolle? Na, ungefähr vergleichbar wahrscheinlich. Den Fact kenne ich, schreibt der Katka. Und wir hatten die englische Übersetzung. Ja, genau, das denke ich, habe ich mir schon gedacht. Na gut, schöne Ebene. Next. Oh Mann. Sweet Dude presents. Oh, Wind Waker. Sieht ein bisschen aus wie eine Wind Waker-Insel. Aber wer sind wir? Wir sind eine Ratte. Ein Opossum oder so. Ja. Mit Degen. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich den Hashtag Zelda rausnehmen. Weil... Das sind zwar echt ein paar schöne Recreations dabei, aber ich habe das Gefühl, die richtig coolen Spiele finden wir hier nicht. So weit sind wir noch nicht wahrscheinlich. Vielleicht kommt das noch. Aber jetzt schauen wir uns mal Opossum Held noch ein bisschen an. Ich glaube, wir sollten wieder auf die bestbewerteten Spiele einfach ausweichen. Da ist nämlich echt Zeugs dabei, wo ich mir da gedacht habe... Wow, dude. Wobei, das ist eigentlich schon auch... Das macht noch keinen sehr gepolischten Eindruck, aber es macht einen Eindruck, als wäre es irgendwie ein Spiel. Das war wohl so, dass die Japaner das Skript nicht rausgegeben haben. Es war dann wohl international erfolgreicher. Genau, genau, das habe ich auch gehört, dass es dann erfolgreicher als das Original war. Mach mal Minecraft. Suchen hier, das können wir machen. Ich glaube, wir hatten sogar schon mal eine Minecraft-Creation. Aber die war ein bisschen lame. Aber gut. Oh, Katka hat einen Clip gemacht vom kopflosen Link. Finde ich gut. Okay, gehen wir mal raus. Gehen wir mal zurück aus dem Autoplay hier. Und geben mal einen neuen Suchbegriff ein. Schauen wir mal, was wir so bei Minecraft finden. Okay, ich sehe da schon irgendwas mit ganz viel Hulks. Okay, aber machen wir mal Autosurf. Schauen wir einfach mal, was kommt. Die Optik ist zumindest von der Alpha ist die Optik gut eingefangen, glaube ich, so ein bisschen. Kann ich wirklich... Oh, da vibriert es wirklich. Das Nether-Portal. Aber da passiert nichts. Ah doch,
Oh, ach so, jetzt bin ich im Herbst oder so. Jetzt regnet es wieder. Ja, aber ich glaube, sonst gibt es hier nichts. Der Kopf ist irgendwie ein bisschen komisch, oder? Und ein bisschen, der ist nicht nur nach vorne, sondern auch schräg so ein bisschen versetzt. Was ist mit Minecraft? Was ist heute mit den Köpfen los? Erst Link und jetzt Minecraft, Steve. Oh oh, geht irgendein digitaler Supervirus um, der den Helden die Köpfe verrückt oder so. Ein Verrücktmach, ein Kopfverrückt-Virus. Hunchback Steve, ja. Das stimmt. Minecraft von Five Sons Entertainment. Hm. Sag bloß, hier kann man Blöcke platzieren. Das wäre ja neu. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich habe viele Leute gesehen, die Minecraft sehr schön nachgebaut haben. Wahrscheinlich auch, weil es halt auch leicht ist, den blöckigen Stil einfach nachzubauen. Aber dass man wirklich auch Blöcke platzieren kann, das ist neu. Load Castle. Ja, wie denn? Weiß nicht wie. Keine Ahnung. Lil Pandarian, danke fürs Followen. Schön, dass du mit dabei bist. Yay! Hallo. Aber die Blätteranimation könnten sich die Java-Edition von eben gönnen. Ach so, die von der... Ich weiß leider nicht, wie ich hier in dem Spiel Knöpfe drücken kann. Mensch. Versuch alle Tasten. Ich würde das Castle gerne loaden. Aber ich weiß nicht wie. Was haben wir hier? B-Speed. Was? Ich weiß wirklich leider nicht, wie ich damit interagieren kann. Ich würde mir das gerne anschauen, aber kein Knopf macht was. Ein bisschen schade. Aber dann mache ich vielleicht mal den Explore-Mode. Schauen wir uns das mal an. Okay, der Explore-Mode ist schon mal sehr creepy. Thanks for playing. Achso, da hat wer, das ist witzig. Der hat eine Trophäe quasi simuliert gerade. Okay, warum ist hier ein dreiköpfiger Dorfbewohner? Ah, jetzt sind es drei geworden. Warum sind die so klein? Aber auf jeden Fall sieht der Steve schon mal viel besser aus als in dem anderen. Dafür... Seht ihr mit der Biene? Was ist überhaupt mit den Bienen hier? Naja, genau. Ich habe schon öfter mal nach Minecraft geguckt und das ist normalerweise ungefähr das, was man vorfindet. Mit einfach so eine kleine Map, die im Minecraft-Stil nachgebaut wurde. Oh nein, Hilfe! Ah, ich habe die Steves befreit. Ja, kommt meine Armee von Steves. Erobern wir die kleinste Minecraft-Map der Welt. Na gut. Weiter. Schauen wir uns noch was an. Wir, meine Freundin schaut auch zu und freut sich über die Mütze. Sind da mal weg. Okay, mach's gut. Ja, mach das. Würde mich freuen. Ciao. So. Wow. Was? Die Steuerung ist extrem komisch. Ich kann das nicht beschreiben. Hier stimmt irgendwas nicht. Ich lenke irgendwie nur mit dem linken Stick. Und wenn ich gerade nach vorne lenke, macht er das da. Wenn ich... What? Puh. Wirklich, und wenn ich rechts, links, ist okay, aber komisch verzogen. Geradeaus nach vorne ist das, geradeaus nach hinten ist das da. Und was ist das überhaupt hier? Oh mein Gott. Ich glaube, wir schauen uns jetzt wieder die High-Quality-Spiele an, würde ich sagen. Ich nehme das mal raus. Nicht gespielt, empfohlen. Und machen wir mal hier einen Autosurf.